Hallo, ich habe mich letztens mit jemandem über meine 4x4 Sandtür unterhalten und er hat mir daraufhin ein Konzept geschickt, wie man eine 6x6 Sandtür bauen kann. Ich habe daraufhin die Schaltung davon optimiert und werde jetzt in diesem Video zeigen, wie man diese baut. Also wenn es fertig ist, funktioniert das Ganze dann so. So lange dauert es also, bis sie offen ist, und zum Schließen dauert es nicht so lange. Wenn die Konstruktion nachher fertig ist, dann sieht das Ganze so aus. Sieht jetzt erstmal viel aus, aber wenn man einen Überblick hat, dann ist das eigentlich nicht so viel. So. Ich werde euch mal zeigen, wie das aussieht, wie wenn die Pistons sich zusammenziehen. Das wollte ich nicht. Ja, und das werde ich jetzt einmal hier eben nachbauen und euch erklären, wie das funktioniert. Dafür fange ich wie immer mit meinem XOR-Gate, was ich hier vorne stehen habe, an. Das baue ich mal hier hin. Ja, das passt. So. Ja, so. Das ist ja noch ganz gleich wie bei meinen anderen Türen auch. Und das hier. So. So, dann baue ich jetzt hier erstmal wieder hell machen. Jetzt baue ich hier vor, die ganze Schaltung, um die Pistons hochzufahren. Die ist auch wie fast genauso wie beim, also nicht ganz, aber fast wie bei meinen anderen Sandtüren, nur halt in größer. Das werde ich jetzt mal eben hier aufbauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 müsste das sein. Und 6 breit, weil das sind ja 6, ist ja eine 6x6 Tür. Dann kommen hier 5 Pistons hin auf maximalem Delay, die dann zusammen 20 Ticks benötigen, um wieder auszugehen. Upp, das soll da nicht hin. So, und das war schon die erste Ebene zum Ausfahren. Ich kann ja die Pistons schon mal hinstellen, dann sind die gleich direkt ausgefahren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5 und 6. Dann kommt jetzt die zweite Ebene. So. Bisher ist ja alles wie bei meinen anderen Pistentüren, nur in größer. Die haben dann 4 Delay weniger als hier unten, also 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dann auch wieder das Signal zum Hochfahren, das direkt hier dran kommt. Und die nächste Ebene. Die bekommt jetzt ein Delay von 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also wieder viel weniger als darunter. Dann die nächste Ebene. So, die bekommt ein Delay von 8. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Dann die vorletzte Ebene. Mit einem Delay von 4. Eins, zwei, drei, vier.
Bei der und der letzten Ebene ist jetzt eine Besonderheit, weil dadurch, dass es so viele Pistons sind, die hochfahren und das Signal so schnell nach oben geleitet wird, kommt es, wenn ich jetzt, dadurch, dass es so schnell nach oben geleitet wird, muss ich jetzt hier noch ein Delay reinpacken, obwohl dieses Signal ja eigentlich dafür sorgt, dass es schnell hochgefahren wird. Und zwar muss ich das deshalb tun, weil wenn die hier anfangen hochzufahren und ich sag mal, die hier ist noch nicht ausgefahren. Sag mal, die beiden hier sind noch nicht ausgefahren. Und jetzt geht die Piste hier aber schon wegen dem hier an. Dann können die beiden nicht mehr ausfahren, weil das Signal einfach schneller war, als die Pistons hochfahren können. Und deswegen müssen bei den letzten beiden Ebenen, also der hier und die da drüber kommt, jeweils eine Delay-Verzögerung auch bei dem schnellen Signal nach oben sein. So. Ein Delay-Verzögerung, wie ich gerade sagte. So, und das ist jetzt zum Hochfahren der Pistons. Dann kommt jetzt hier die Technik drumherum zum Runterfahren der Pistons. Das heißt jetzt erstmal, werden dir schon ein Feld von alleine runterfahren, die Pistons. Alleine durch die Konstruktion hier. So, werden dir ein Feld von selbst runtergefahren. Dann will ich jetzt, dass danach alle Pistons bis auf die oberste und die unterste nochmal aktiviert werden. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal alle rein durch, weil sie haben ja immer einen Blockunterschied. Regen ausmachen. Oh, Moment, so. Das heißt, sie müssen alle einmal aktiviert werden. Na, Instant Mine. Na, ah, der gehört da nicht hin. Eins, zwei, drei, vier. Jo, das ist es. Und das heißt, ich sende jetzt ein Signal von hier oben einmal komplett über diese Strecke hier durch, sodass sie alle mit Verzögerung an und dann mit Verzögerung auch wieder ausgehen. Um das hier durchzusenden und die richtige Verzögerung zu bekommen, setze ich hier jetzt erstmal natürlich Close und das drauf. Das wird nachher aktiviert von hier hinten aus. Und damit es jetzt hier runterkommt, setze ich jetzt hier einen Repeater mit zwei Delay hin. Und der wird aktiviert, weil hier ja Glowstone drauf liegt, das nachher an ist. Und dann kann ich das Signal hier einfach weiterleiten. Das gleiche mache ich noch hier nach hier unten. Auch wieder ein Repeater mit zwei Delay. Glowstone das da drauflegen. Repeater mit zwei Delay. Glowstone das da drauflegen. Oh, da gehört keiner hin. Wenn ich nämlich jetzt, zeige ich mal. Wenn ich jetzt hier das Signal anmache, dann gehen die alle einmal nacheinander an. So, und wenn ich das Signal jetzt wieder wegnehme, weil das wird ja nur kurz gesendet, das Signal, dann werden die alle einen runtergezogen. So. Jetzt sind die natürlich genau zwischen den Blöcken, die ich hier gerade, zwischen den Blöcken, die ich von der Seite hier aktivieren kann, weil ich ja hier nur jede zweite Reihe ansprechen kann. Aber auf der Seite hier, diese Reihen liegen genau dazwischen. Das heißt, ich kann die jetzt, wo die verschoben sind, die Pistons, mit den Reihen hier ansprechen. Das soll passieren, wenn der hier einmal komplett durch ist. Und dafür benutze ich das Signal von hier oben. Dafür nehme ich jetzt mal orangene Wolle, wieder drüben. Da. So, genau. Das heißt, ich nehme das Signal von hier und packe es dahin. Und das Signal soll dahin gehen, kurz bevor es hier unten durch ist. Denn wenn das Signal hier unten ist und die untersten Pistons noch an sind, können die hier oben ja schon mal angehen und die nächsten runterziehen. Das heißt, die Durchgänge können praktisch, der zweite Durchgang kann anfangen, bevor der erste schon fertig ist. Das heißt, ich packe hier Repeater mit insgesamt 5 Delay hin. So. Ich glaube, so rum war das. Ich guck mal eben. Ja, ist richtig. So. Und dann packe ich hier unten auch Repeater hin. Jetzt muss, also, der hier holt sich ja von der obersten Reihe. 5 Delay später wird die dazwischen aktiviert. Also, wenn die oberste an ist, wird kurz später die nochmal aktiviert, wenn die weiter unten ist. So, jetzt soll die Reihe hier auch aktiviert werden.
Und das mache ich dann nicht mit der obersten, sondern mit dieser zweiten Reihe. So, bei der zweiten Reihe kann ich jetzt nicht von diesem Stein hier das Signal abzapfen, weil der Stein ja da hinten ist. Aber da kann ich einfach von der zweiten Reihe direkt das Signal abzapfen. So. Ich nehme das einfach hier, packe hier einen Repeater hin. 4 Delay. Und jetzt muss ich da einmal drum herum bauen. So ist das, glaube ich. Fast. Muss ja nicht an die Pisten, das muss ja hier dran. Oh, die Pisten wollte ich nicht wegmachen. Die gehört dahin. Die gehört sogar ein höher. So, wunderbar. So, das heißt, ich nehme das Signal von dieser zweiten Reihe und sende es auch wieder mit Verspätung erst hier hin. So, dann kommen hier nochmal 2 Delay rein, insgesamt 6. Und das Ganze mache ich noch hier bei der untersten Reihe einmal. So, auch wieder 6 Delay. Oh. Dann 1, 2, 3, 4. So. Das heißt, wenn ich jetzt einmal das Signal durchsende mit 2 Ticks, dann sollten die alle einmal angehen, ausgehen, nochmal angehen und nochmal ausgehen. Das werde ich jetzt mal ausprobieren, dafür werde ich jetzt erstmal hochfahren. Dann diese erste Stufe runterfahren. Und jetzt versuche ich mal die richtige Länge hinzukriegen, das kriege ich nicht immer hin, um einmal ein Aussignal zu simulieren hier. Ah, hat ungefähr hingehauen. Ah, Moment, ich probiere das noch einmal. So. Oh, kein Repeater. So was hier. So. Ja, wieder morgen machen. Dann kommt jetzt hier ein Signal. Die gehen alle einmal an. Und alle einmal aus. So, und dann kommt ja verspätet das Signal nochmal. Nur weil ich das jetzt... Ich schicke jetzt einfach noch ein Signal durch. Es kommt ja eigentlich erst verspätet an. Und passiert das hier. So. Und die werden nochmal einen runtergezogen. Allerdings ist da irgendwo ein Fehler drin, sehe ich gerade. Die müssten eigentlich gleichmäßig runtergezogen sein. Das werde ich jetzt mal eben überprüfen. So, erster Durchgang. Die gehen alle richtig an. Die gehen alle richtig aus. Jetzt der zweite Durchgang müssten ja die, die und die Reihe angehen. Mal gucken. Nein, die unterste geht an. Warum geht die unterste an? Weiß ich gerade nicht. Ich werde das jetzt erstmal fertig bauen. Vielleicht lüftet sich das... Also vielleicht löst sich das Problem von selbst auf. Das passiert manchmal sogar. So. Jetzt müssen wir natürlich noch einen zweiten Durchgang machen, der allerdings von hier aus anfängt. Das heißt, jetzt stehen die ja so. Eigentlich stehen die hier einen tiefer. Auf die Reihe, auf die ich gerade zeige, steht eigentlich da unten. Jetzt sollen die einen zweiten Durchgang machen, der aber nicht hier oben startet, sondern hier unten erst, weil die sind ja schon alle 2 Blöcke runtergezogen worden. Und dieser Vorgang soll starten, nachdem der mit dem ersten Durchgang durch ist. Das heißt, ich schnappe mir jetzt hier das vom Anfang vom ersten Durchgang. So, Moment. Ich glaube, so ist es gewesen. Oh, das darf ich nicht wegmachen. So. Und verzögert das Signal so lange, dass das erst ankommt, wenn das einmal durch ist. So. Dann packe ich hier noch einen grünen Stein drauf, dass sich das nicht vermischt. Und dann sollte es das schon gewesen sein, erstmal. Für das Runterfahren. Und dann muss das Runterfahren dann auch noch gesteuert werden, sag ich mal. Also aktiviert werden, so. Und dafür baue ich jetzt hier diese Konstruktion, die man hier auf der anderen Seite sieht. Die sorgt dafür, dass im richtigen Zeitpunkt ein kurzes Signal nach da oben gesendet wird. Das hier sind 4, 8, 19, 11 Delay.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11. Dann das Signal umdrehen. Das mache ich mal mit Weiß. Alles hier. So. Ein Repeater rein. Da noch ein Block vor. Repeater. Ach, Repeater sei schon. Ja, doch, war richtig. So. Da ein Block drauf. Da ein Block drauf. Dann, dann, genau, dann wird es hier weitergeleitet, das Signal. Weil dadurch, dass es hier ankommt, das Signal geht nachher aus, die Kerze geht an, und dadurch, dass das Signal hier unten durch den Repeater aber weitergeleitet wird nach hier oben, geht, zwei Ticks später die Kerze hier wieder aus. Jetzt kann ich das Signal nach oben leiten, das mache ich mal eben. So, und damit es auch bis nach der. Also jetzt erstmal hier Redstone überall drauflegen. So, und damit es auch da bis ans Ende ankommt, kommt jetzt hier noch ein Repeater dran. So. Und wenn ich keinen Fehler gemacht habe, was bei der Konstruktion durchaus mal vorkommen kann, dann sollte das Zusammenfahren jetzt klappen. Das werde ich mal ausprobieren. Jawohl, wunderbar. Ihr habt gesehen, durch das, was hier vorne ausgeht, gehen die einen Schritt runter. Dann, durch das, was ich hier in blau gelegt habe, gehen die noch einen Schritt runter. Dann, durch das, was hier in orange gelegt ist, was nach blau passiert, geht den dritten Schritt runter. Dann durch grün wird blau nochmal angesprochen, aber erst ab der zweiten Reihe, nicht ab der obersten. Dadurch gehen die den vierten Schritt runter. Und dann, danach wird ja das Orangene auch erst ab der zweiten Reihe nochmal angesprochen, dadurch gehen die den letzten Schritt runter. Das werde ich jetzt nochmal kurz zeigen. Also wir werden hier ausgefahren. Genau. Und dann wir alle wieder zusammengezogen. Es war ein bisschen Trickserei, bis ich das mit dem Timex von den Repeatern alle hinbekommen habe, dass es wirklich optimal ist. Aber so funktioniert das. Und dann kann man da jetzt, wenn ich es im Inventar hätte, den Sand draufpacken. 7 Reihen insgesamt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Und dann kann ich jetzt hier mal Boden machen. Mach ich mal 4 rein. Bin gleich fertig. So, dann wie immer kommt der Schalter hin, die ich jetzt natürlich gerade nicht im Inventar habe. Moment. Düm, 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 da sind sie. Ne, da packe ich den einen hin. Hier den anderen. Dann werde ich jetzt erstmal die Strecke nach unten legen. Die sind hier drunter, wenn ich mich nicht irre. So. Nee, so. Dann benötige ich noch Repeater, damit das auch schön kurz bleibt. Und Redstone vielleicht. So. Hier ein hin, hier ein Redstone, hier ein Repeater, hier ein Redstone. Damit ist das der Enable. Ah, noch nicht ganz. Eben noch das hier drauf. Oh, den habe ich verstellt, oder? Ne, habe ich nicht. So.
das von dem einen Hebel, dann kommt das Signal von dem anderen Hebel noch. Der andere Hebel ist 1, 2, 3 da drunter. Wird auch runtergeleitet. Habe ich den jetzt umgestellt? 1, 2, 3, 4, 5 beim obersten? Nee, habe ich nicht. So. So. Hier auch wieder ein Repeater dran, damit das Signal auch durchhält bis zum Schluss. Zup, zup, zup. Dann hier wieder Redstone drauf. So, und ich denke, das sollte es eigentlich... Oh, nee, natürlich kommt hier keine Redstone-Torch hin, sondern eine ganz normale Verbindung. Und das sollte es eigentlich schon gewesen sein. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Instant Mine natürlich ausmachen. Hebel umlegen. Wunderbar, fährt richtig runter. Fährt auch richtig wieder hoch. Ich finde es immer sehr interessant zu sehen, wie das aussieht, wenn die Pistons sich so zusammenziehen. Ja, ich werde, wie immer bei meinen neueren Videos, die Map als Download hinzufügen. Auf der, wie ihr hier seht, sind ja diese Tür, die ich vorher gebaut habe, zum... Also hier habe ich die konstruiert, hier habe ich sie gerade aus dem Tutorial gebaut und hier ist die Vorversion, die ich von dem YouTuber, von dem ich am Anfang erzählt habe, habe ich diese Vorversion hier bekommen, die ich dann ja optimiert hatte. Die alle drei sind auf der Map, die habe ich, an der habe ich ein bisschen rumgespielt zwischendurch, die funktioniert nicht mehr, aber die beiden funktionieren und können nachgebaut werden. Ja, und wie immer bei meinen neueren Videos funktioniert das auch auf Minecraft 1.0. Diese 6x6 Tür wird, also das grenzt langsam an die Grenzen von dem Möglichen mit dieser Art von Konstruktion, denn die Pistons können ja nur 12 Blöcke hochheben. Jetzt habe ich hier die unterste Pisten hier, muss ja 5 Reihen Pistons und 7 Reihen Sand hochheben, das sind eben diese 12. Das geht gerade noch. Wenn ich jetzt eine 7. Reihe da drüber legen möchte, dann funktioniert das schon nicht mehr. Ich kann euch das mal zeigen. So, Augenblick, da habe ich Sand. Jetzt lege ich eine 7. Reihe da drüber. Von oben sieht man den Fehler nicht direkt. So. Aber wenn ich jetzt den Hebel aktiviere, dann werdet ihr sehen, funktioniert das nicht richtig. Er hat 5 Blöcke nur ausgefahren. Und das liegt daran, weil die erste Piste es nicht hinbekommt, sich auszufahren, weil da ja 13 Blöcke drüber sind statt 12. Und die zweite Piste ist dadurch nicht in der zweiten Reihe. Und dadurch aktiviert sich erst die dritte Piste. Und deswegen fehlen hier oben nachher 2 Reihen, obwohl man eine 7. sogar draufgelegt hat. Ich guck mal gerade, ob das Zusammenfahren dann noch funktioniert. Müsste aber eigentlich. Ja, der hat dabei scheinbar ein bisschen Sand kaputt gemacht. So. Aber bis 6 funktioniert das noch. Wenn man jetzt eine größere Tür bauen will, dann müsste man ein anderes System benutzen als das, was ich hier benutzt habe. Und dann könnte die Tür langsamer werden. Aber mit dem System geht es nur bis 6 hoch. Naja, viel Spaß damit.